dann passierte das, was nicht passieren sollte. Scheiße! Für unsere chinesischen Freunde müssen wir mal kurz was aufnehmen, okay? Okay. Jeder hat einen Satz, okay? Pass auf. Also dein Satz ist, du musst es genauso aufstellen, so richtig. Mut, Nieb, Hi. Mut, Nieb, Hi. Okay, jetzt kommt Isabels Satz. Is Yash, Nieb, Hi. Wie viel werden sehen? Wie, das ist einfach nur rückwärts. Ja. Das hört sich irgendwie so an, als würde es einfach... Es ist auch genau das. Ich bin Snoom. Ich bin Scheiße. Snoom. Du bist dumm. Scheiße. Scheiße. Leute, ihr wisst ja noch, dass wir letztens eine Poollandschaft erstellt haben. Der Pool ist jetzt hier. Denn wir haben uns umentschieden. Wir wollen keine Poollandschaft, wir wollen ein Fußballfeld. Hier haben wir auch schon unseren Fußballteppich. Oh, Fußball. Los. Wo ist Flash? Wo ist der, Digga? Hä? Flash. Flash, wo bist du? Flash? Flash? Oh. Nice. Okay, meine Freunde, der Rasen liegt. Dududum. Aber damit es so ein richtiges Fußballfeld wird, brauchen wir auch Fußballmarkierungen. Ich weiß noch, wie die aussehen. Wie sehen die aus? So ein Kreis, ne? Oh, shit. Haben wir uns außerdem noch Samu, unseren Fußballprofi, mitgenommen? Spielst du noch Fußball? Halb. Sehr gut. Nice. Ah, nee, das Wichtigste haben wir vergessen, die Tore. Ah. Digga, wir sind dumm. Tada! Tada! Alter, wenn das nicht mal so ein richtiges Fußballfeld jetzt hier ist, Digga. Und ich würde sagen, mit einer imaginären Pfeife. Digga, krank. Okay, unfair, unfair, Elfmeter, Elfmeter, let's go. Ja. Leute, fragt mich nicht wie, aber wir haben es irgendwie geschafft, jemanden zu finden, der verrückt genug ist, über mein Auto zu springen. Ich habe mir sowas schon immer überlegt, das wäre so krass, wenn wir mal so einen Stunt mit meinem Auto machen. Und jetzt haben wir wirklich jemanden gefunden, einen Stuntman, der sogar bei Cobra 11 schon mal mitgemacht hat. Also richtig krass. Jetzt kommen wir so Vollidioten und werden jetzt ihnen den Plan gleich mal erstmal erzählen. Hey, willst du über Auto springen? Auf jeden Fall wird er jetzt gleich über mein Auto springen. Es wird sehr lustig, hoffe ich. Ich hoffe, da geht nicht schief, Alter. Wir werden mal sehen. Wir werden sehen. Der müsste es ja eigentlich können, der ist ja Stuntman. Der Stuntman, der schafft das, Leute. Let's go! Okay, Leute, ich weiß zwar nicht, wo der Stuntman ist, aber wir sind schon mal am Drehort angekommen und wir sehen hier gerade noch ein kleines Problem. Weil hier wollten wir es eigentlich machen auf der Straße, aber irgendwas versperrt uns hier gerade den Weg. Was ist das für eine Scheiße? Digga, also wenn hier irgendjemand was hingelagert hat, was ist das für eine Kacke? Oh man. Es sind nicht mal mehr normale Kartons, es ist einfach... Bruder, es ist einfach irgendwas... Organik. Es ist auch noch irgendwas, was explodieren kann, Digga. Geil. Ja, wir haben die Sache halt jetzt nicht für uns komplett alleine gemietet, das war halt das Problem wahrscheinlich. Jetzt hat die einfach irgendjemand... Also das ist aus dem... Das hier war das, was wir hingestellt haben. Hier soll er eigentlich drauf landen, da ist sogar noch so ein nice X. Also er soll halt über mein Auto springen, dann auf dieser nice Matte. Ja, jetzt haben wir halt ein kleines Hindernis. Macht's halt ein bisschen spannender, ne? Scheiße. Kleines Hindernis, ist dann lustiger, so. Darf halt nicht schief gehen. Wird schon. Ja, wird schon. Ich würde sagen, wir suchen jetzt mal, wo er ist und dann erklären wir mal den Stunt. Okay. Oh, da ist er schon, da ist er schon. Okay. Ja, nice. Komm. Na, was geht? Hast du was? Wir haben jemanden gefunden, der verrückt genug ist, diesen Stunt durchzuführen. Moin, was hat denn überhaupt geplant? Die Grundidee weißt du ja, ne? Du sollst über das Auto springen. Also, pass auf, der Plan sieht wie folgt aus. Also, du hast ein Trampolin, das Auto kommt angerollt. Während das Auto angerollt kommt, gehst du seitlich aufs Trampolin drauf, springst übers Auto drauf und landest hoffentlich da in diesem Ding drin. Was ist mit den Kartons? Jo, das ist das Problem. Bisschen was überhaupt drin? Ja, Also, sie sollten da, glaube ich, einfach nicht so sehr hingucken. Also, wir machen das einfach. Du springst einfach über das Trampolin und bist dann in der Matte. Das wird schon alles. Da passiert nichts. Okay, gut. Okay, let's go. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir machen, bevor wir jetzt wirklich durchziehen, erstmal einen kleinen Test. Das ist das Trampolin. Das ist ein bisschen krasser als das, was ich in meiner Wohnung habe. Guck mal, dass du drüber gehst. Das ist tatsächlich. Ich bin im Gesicht, klar, du. Was? Gesicht? Digga, willst du mich eigentlich gerade komplett verarschen? Geh nicht mit dem Gesicht darüber. Und du gehst mit dem Gesicht darüber. Also, geht das los? Ja. Okay, wir machen jetzt erstmal den Testsprung. What the fuck? Mir ist das krass, Alter. Wir gehen nicht so nah an diese scheiß Kartons, Digga, weil wir wissen nicht, was da drin ist. What the fuck? Das war anders. Das war... Digga, du bist aber geflogen. Nur noch runterfahren. Alter! Wir sind hier bei der richtigen Adresse. Los geht's. Aber plötzlich habe ich ein mega ungutes Gefühl bekommen. Alter, ey, das ist schon echt krass. Ich weiß nicht, ob ich das machen kann, Digga. Ob ich das fahren kann. Digga, das ist eigentlich zu kranke... Das ist zu krass, Alter. Da geht irgendwas schief, Junge. Ich glaube, wir lassen einen von den Stunt-Leuten fahren. Sollen wir? Digga, ich kann das nicht machen. Nachher fahre ich irgendwie falsch oder... Digga, fährst du ihn um? Fahre ich jemanden um, Junge? Das kann ich nicht machen. Ich bin Beifahrer. Ich glaube, Beifahrer machen. Okay.
Okay, du fährst das Auto lieber, weil ich glaube, das ist mir ein bisschen zu creepy. Ich setze mich hier einfach ganz entspannt hin. Das wird. Dann kannst du von da besser füllen. Ja, ja, ja. Dann fahren wir erstmal am Anfang. Let's go. Okay, es geht los. Alter, scheiße, Mann, was mache ich hier schon wieder? Leute, wenn ihr jetzt kein Abo dagelassen habt, dann weiß ich auch nicht mehr. Okay, let's go. Tada. Türen hier rein, nicht da, okay? Yes. Perfekt. Was? Leute. Nein, ich scheiß drauf hier, Keanu. Wird schon schief gehen. Nein! Halt so ein Bein hoch! Nein! Ich bin ready. Und hin! Doch dann passierte das, was nicht passieren sollte. Fand den scheiß Kartons. Oh, ey, Hose, gehst du gut? Meine Hose ist im Arsch, die zahlt so, Junge. Oh, meine Freunde, mittlerweile habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, dass es alles gesketcht war. Wir haben es natürlich, also Leute, das war so ein Aufwand. Wir haben alles hierher geholt. Und jetzt wollen wir hier noch ein paar Kartons aufstellen und einfach durchfahren. Leute, das war so teuer, das hier alles zu machen. Bitte lasst mir einfach ein Abo da, Leute. Aber es war ein kranker Dreh, Leute. Das war es war einer der krassesten Drehs ever. Ich schwöre, es hat so Bock gemacht. Es war halt auch riesig. Es war halt wirklich so hoch, Alter. Ich schwöre. Nein, 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 nein. Scheiße, Alter. Na, das kann doch nicht wahr sein. Scheiße. Nein! Ey. Hallo. Wir haben einfach nur ein Video gedreht, alles gut. Okay, alles klar. Holy fuck! Scheiße, Digga! Scheiße! Okay. Geil, Mann. Nein! Nein! Oh mein Gott! Es ist nicht. Scheiße! Bruder, was ist passiert? Ich weiß es nicht. Scheiße, Mann! Okay! Wenn man Schauspielerei